Stoni TV mit dem zweiten spitzen Einzel von Marius Zeitz für die Postgiefer-Anlage von Tischtennis Regionalliga. Ihn muss man in Bayern auch niemanden mehr vorstellen. Felix Bindhammer. Die Legende aus Hildpolstein. Bayerischer Schülermeister, bayerischer Jugendmeister, bayerischer Handmeister, deutscher Schülermeister. Ich glaube, er war sogar einmal, ja, ich bin mir ziemlich sicher sogar. Was immer das dort sicher bedeuten mag beim alten Mann, in seiner Demenz. Jugend-Europameister im Mixed oder irgend sowas ähnliches. Zu viel. Aufschlag Bindhammer. Hier wird es nochmal richtig eng. Zweiter Matchball für Gummann. Und dieses Mal lässt er nichts anbrennen. 3:1 gegen Andreas Bay. Gegen Bindhammer hat er einige Chancen ausgelassen. Erster Satz hochgeführt, zweiter Satz noch höher geführt, zweimal verloren. Belohnung. Fünfter Satz. In der Verlängerung gegen Felix Bindhammer. Erst einen Kantenball kassiert. Dann noch einen schönen Punkt herausgespielt, der nicht zählen konnte, nicht zählen durfte, weil im unpassenden Moment ein Ball in die Box fiel vom Nachbartisch. Felix Bindhammer von Beruf Lehrer, da hat er eine Stelle im Würzburger Land bekommen, hat sich dort auch verheiratet und dann getan, was niemand für möglich hielt, nämlich den Verein, für den er vom ersten Tag an gespielt hat, zu verlassen, seinen TV Hildburgstein. Und 1:0 für Marius Zeitz.